Das Kyrenia Palace Boutique Hotel liegt in der Altstadt von Gyeonggi ganz in der Nähe des historischen Hafens, gleich neben der Ahn Jafet Pasha Moschee in der gleichnamigen Straße. Ich bekomme übrigens keinerlei Bezahlung für das Äußern meiner Meinung hier. Das Gebäude selbst ist aus Sandstein gebaut und bietet dadurch ein angenehmes Raumklima. Man kann vor dem Hotel auf der Terrasse sitzen oder auch drin im Gebäude und beispielsweise einen Kaffee trinken. Das Hotel liegt an einer ruhigen Straße und hat keinen eigenen Parkplatz. Autofahrer können einen kostenpflichtigen Parkplatz in der Nähe nutzen. Wir haben dies nicht in Anspruch genommen. Ich habe jedoch unten den Parkplatz verlinkt, von dem ich vermute, dass es derjenige ist. Die Lobby ist bestückt mit einer bunten Sammlung von antiken Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Gleich neben der Rezeption führt eine Treppe in die oberen Geschosse zu den Zimmern, die alle individuell eingerichtet sind und Namen tragen. Wir waren im Zimmer Daisy im ersten Obergeschoss untergebracht, das eine Art Terrassenbereich hat. Auf dem Zimmer gab es die Möglichkeit, Tee oder Kaffee zu kochen, was ich sehr begrüßte, sowie einen kleinen Kühlschrank und kostenlose Wasserflaschen. Die Sauberkeit war okay, wenn auch ehrlich gesagt nicht tief und rein. Das Zimmer wurde auf jeden Fall täglich gereinigt und wieder in Schuss gebracht. Das Bad war mit einer Reihe von Toilettenartikeln ausgestattet und einer modernen Dusche. Mein Vater war, glaube ich, im Zimmer Dandelion untergebracht, das einen Kamin hatte, aber leider lediglich einen Blick auf die Treppe des Hinterhofs. Am Morgen gingen wir über den Hof zum benachbarten georgischen Restaurant namens Mindal, wo es Frühstück gab. Der Hof an sich ist sehr schön und bietet Platz zum Sitzen und Ausruhen und wird wahrscheinlich auch für Veranstaltungen genutzt. Mindal überraschte positiv mit einer Spielecke für Kinder. Im Außenbereich gab es viele Sitzplätze zum Frühstück. Drin gibt es einen Barbereich, wohl eher zum Shisha-Rauchen eingerichtet. Und weiter hinten gibt es einen eher schickeren Restaurantbereich, den wir auch einmal zum Frühstück genutzt haben. Das Frühstück selbst ist typisch zypriotisch, siehe auch hierzu meine Erläuterung im Nordzypern Informationsvideos mit den Tipps dazu. Saft, frischer Orangensaft, Wasser kosteten extra, was für mich einen kleinen Dämpfer bedeutete für unseren Aufenthalt. Americano ist übrigens Nescafé, also löslicher Kaffee. Bei meinem Frühstück habe ich Oliven weggelassen, sowie auch die Wurst, daher sieht der Teller etwas leerer aus. Ich hoffe, ihr fandet das Video informativ, lasst gerne ein Like und ein Abo da.